Gegen 12 Uhr kam es auf der Autobahn 62 kurz hinter der Auffahrt Freisen in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug, welcher mit Betonteilen beladen war. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und schlitterte auf der Seite liegend in die Mittelleitplanke. Der Fahrer konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen, wurde vom Rettungsdienst übernommen und zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Erstmaßnahmen, sicherte die Einsatzstelle ab, sorgte dafür, dass keine Betriebsmittel in die Kanalisation und Umwelt gelangten. Und wir warten zurzeit auf ein Spezialunternehmen, das das Fahrzeug entwischen werden wird.